Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 23. Oktober 2017 erschien das angekündigte Video Dr. Drache. Selbstverständlich handelte es sich ausschließlich um Trollfragen, die Rainer versuchte, möglichst lustig zu beantworten. Hallo, wenn ich ejakuliere, quillt mein Sperma nur sehr jämmerlich aus meinem Schniedel. Benutze ich das falsche Klopapier? Hashtag Dr. Drache. Mädchen von Zwiebel hat gefragt, kann man vom Einführen eines handelüblichen Rettichs schwanger werden? Red Panda hat gefragt, Dr. Drache, habe eine Penispumpe bekommen, aber nie einen hoch. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem völlig ohne Eigenaufwand meine innigsten Wünsche erfüllt werden. Was sagt das über mich aus? Naja, ist ganz einfach eigentlich. Ganz wichtig ist hierbei, welche Position du beim She-Mail oder der She-Mail fokussierst. An sich zeigt es aber schon homogene Zuneigung. Dr. Drache, wie steigere ich die aporotische Wirkung von Breitsamer Honig? Habe mich impotent gepumpt, Entschuldigung. Ich habe Prostatakrebs. Kann ich trotzdem in einer Frau abmitteln? Abends gab es dann einen Themenstream über nordische Mythologie, der daraus bestand, dass Rainer ein Hörbuch über das Thema abspielte und gelegentlich kommentierte. Voll krass. Das Gehirn aber werfen Sterne in Schein. Voll krass. Und wie ging es weiter? Am 26. Oktober lud Rainer dann eine weitere Folge Dr. Drache hoch. Auf dem Teamspeak-Server behauptete er, die Videos von Red TV claimen zu wollen, damit er die Werbeeinnahmen kassieren könne. Am 27. Oktober erschien dann als Video auf Rainers Hauptkanal eine von Red TV angefertigte Aufzeichnung von einer Unterhaltung zwischen Rainer mit seinen Abonnenten. Am 28. Oktober erschien das Video Blau und Rot, in dem Rainer zeigt, wie er mit Farbe gefüllte Wasserbomben auf Besucher wirft. Ich habe hier was Kleines. Und zwar eine blaue Wasserbombe mit roter Farbe. Das sind jetzt ein paar Typen vor meiner Tür. Ich werde die Wasserbombe so halten, damit man sie sieht. Schiebe ich das von der Seite. Und werde dann mal rausgehen und schauen, was die wollen. Rainer, ja, wir machen nichts, okay? Verpisst euch. Aber es wäre cool, wenn ich dir mal runter von meinem Grundstück. Runter von meinem Grundstück. Ich brauche hier keine Typen, ich möchte keinen YouTuber, die meinen, sich an mir hochziehen zu können. Bis wohin geht das Grundstück? Das ist rote Farbe. Vom 29. Oktober existiert ein Besuchsvideo, das zeigt, wie Rainer und die Besucher sich fast 20 Minuten lang gegenseitig Beleidigungen an den Kopf werfen. Im Stream reagierte Rainer genervt auf die Kritik eines Abonnenten und bezeichnete diesen als Hater. Für was bezahlt man eigentlich, wenn du eh nichts zu Ende bringst? Wie zum Beispiel nordische Mythologie. Zunächst mal ist es alles freiwillig, was du bezahlst. Und wenn du so dumm bist zu bezahlen, ist es dein Problem, wenn dir mein Stream nicht gefällt. Ich sagte gerade deutlich, dass es nicht meine Schuld, sondern die von den Hatern ist, weil die Hater hierher kommen und hier so einen Scheiß veranstalten. Und ich bin noch nicht dafür verantwortlich, wofür du dein Geld ausgibst. Also gib nicht mir die Schuld für dein Versagen. Das gilt für alle Hater da draußen übrigens. Gebt nicht immer anderen die Schuld für euer Versagen. Nein, du bist ein Hater, weil du hier eine Welle schiebst ohne Ende. Und weißt du was? Ich schlag mich mit dir, Kasper, nicht länger rum. Du bist mir gleichgültig. Noch ein so ein Ding und du fliegst. Und ich bin schon freundlich, meiner Meinung nach.
Vom 31. Oktober existiert ein Besuchsvideo, dessen Verfasser auch behauptete, von Rainer mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Laut einem bei späteren Gerichtsprozessen vorgelesenen Strafregister sollte Rainer auch noch wegen einer an diesem Tag erfolgten Beleidigung verurteilt werden. Am 4. November 2017 unterhielt Rainer die Zuseher mit einer Drachenlord Soundboard App auf seinem Handy. Was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Was? Wasser braucht Nahrung, um zu... Was? Was hab ich mir denn... Was hab ich denn da für einen Schwachsinn erzählt? Am 8. November lud Rainer seine Ansage an Facebook vom Dezember 2016 erneut hoch. Der Titel Drache is back Folge 1 Facebook 720p 30fps H264 192 Kbit AAC deutet darauf hin, dass er das Video selbst von einem Re-Upload bezogen hatte. Auch berichtete Rainer im Stream einmal mehr über die Prügelei, bei der ihm der Zahn ausgeschlagen worden war. Da waren ein paar Typen besoffen bei mir, die Bierflaschen und Schnapsflaschen an meine Hauswand geschmissen haben, was mich dazu gebracht hat, dass ich rausgehe. Und dann kam es halt mehr oder weniger zur Schlägerei. Daraufhin hat er mir einen Zahn ausgeschlagen. Ich habe ihn anschließend dann ich habe eine Stange dabei gehabt nach der Schlagstockattacke letztes Jahr. Gehe ich ohne Stock nicht mehr aus dem Haus oder ohne Waffe. Und habe ihm dann halt, ja, ist sehr traurig allerdings. Und ich habe ihm dann halt mit voller Wucht gegen das Bein oder halt gegen den Knöchel mit einer Alu-Stange geschlagen. Und zwar so hart, es war zwar ein sehr weiches Alu, aber so hart, dass sogar die Alu-Stange sich verbogen hat. Der einzige Grund, warum er nicht gehumpelt oder sonst was ist, meiner Meinung nach, ist einfach, der war zu alkoholisiert, als dass er das begriffen hat und dass er das erst danach richtig gecheckt hat. Wir haben hier ja nicht wie eine Amerika das Gesetz, dass man sein Hab und Gut mit Waffen schützen darf. Es ist mir herzlich egal, ob wir das Gesetz hier haben oder nicht. Wenn jemand auf meinem Grundstück steht, ist er fällig, als er frei wird. In dem Stream gab Rainer auch zu, Pfefferspray zu Hause zu haben, behauptete dies allerdings nur zur Selbstverteidigung zu nutzen und präsentierte eine Flasche mit Gleitgel. Am 12. November streamte Rainer, während er kochte. Auch am 15. November gab es erneut einen Kochstream. Zusätzlich lud Rainer 3 Best-of-Videos hoch. Dabei handelte es sich um Zusammenschnitte seiner alten Videos, die ursprünglich Hater erstellt hatten. Am 16. November streamte Rainer morgens kurz nach dem Aufstehen und behauptete, die Temperatur in seiner Küche sei oft niedriger als die im Kühlschrank. Vom 18. November existiert eine Teamspeak-Aufnahme, in der Rainer über die Hater spricht und darüber, dass viele Hater seine Videos und Streams zusammenschnitten, um Belanglosigkeiten zu entfernen. Ein Hater ist ein Hater. Ich weiß nein, nicht, warum ihr da Abstriche macht. Es gibt dumme Hater und es gibt extrem dumme Hater. Aber ein Hater ist immer noch ein Hater. Nee, Rainer. Nein, dumme Hater und extrem dumme Hater sind die Typen, die bei dir vorbeikommen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, der... Du bist nicht besser als die, die bei mir vorbeikommen. Wieso nicht? Du kennst ihn doch gar nicht. Scheiß was mach ich denn? Ich mach doch gar nichts. Schaust du die Videos bei mir oder schaust du die Videos bei den Hatern? Rainer, pass auf. Wenn du bei den Hatern schaust, dann bist du nicht besser als die Hater, weil dann unterstützt du die. Wieso? Weil ich dir keine Aufmerksamkeit gebe. Ja, dann unterstützt du die Scheiße bauen. Wenn du mich aber ich feierst, bin ja kein Fan. Oder wenn du meine... Es ist scheißegal, ob du ein Fan oder ein Hater bist. Wenn du sagst, wenn du das meinst, was... Nee, das ist leider falsch. Wenn du das meinst, was du gesagt hast gerade, ja? Wenn du dich darüber amüsierst, was ich mache, dann ist das definitiv so oder so mein Content, der dich interessiert und nicht der von den Hatern. Da du aber das Zeug von den Hatern schaust, bist du nicht besser als ein Hater, der bei mir vor der Tür steht. Und genau das ist das. Ja, wo ist denn das Problem, dass du einfach mal sagst, hey, pass auf, ich gehe zum Arbeitsamt, ich suche mir Arbeit. Wo ist das Problem? Das ist kein Problem. Ich brauche keine Arbeit, weil ich meine YouTube... Nein, weil du keinen Bock auf Arbeit hast, Rainer. Junge, ich verdiene mit YouTube meine... Du kannst von YouTube nicht leben. Genau, und das weißt du woher? Das weißt du woher? Das weiß ich daher, dass du spätestens... Ey, komm, halt mal die Fresse und halt mal die Luft an. Du kennst meine Videos, du weißt, wie viel Kohle... Wartet mal, du, Moment, lass uns aufeinander ausreden. Wenn du nichts in die Kasse einzahlst, wie willst du dich finanzieren? Halt doch mal die Fresse, erst einmal. Du hast keine Ahnung, wie viel Kohle ich verdiene. Du hast keine Ahnung...
Du verdienst, hast keine Ahnung, wie viel ich verdienst du. Du hast du keine verdienst Ahnung, keine 1000 Euro im Monat. Keine 1000 Euro. Kannst du den mal zum Schweigen bringen? Es geht darum, dass er lügt. Prinzip. Ich lüge. Wann habe ich gelogen, Junge? Du hast gesagt, du ich habe gar nichts dazu gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe nichts dazu gesagt. Alter, ich habe schon öfter als einmal in meinem Leben einen Unfall gehabt. Du bist der Unfall gewesen, Alter. Was? Genau so ist es nämlich. Plötzlich behauptete Rainer, nicht bloß eine Freundin, sondern sogar eine Frau zu haben. Ich bin fernab von jeder Realität. Ich habe auch schon Schicht gearbeitet und dann mache ich nicht am Samstag durch. Aber hast du Kinder gehabt? Hast du eine Frau gehabt jemals? Nee, hast du nicht. Ich habe eine Frau. Nee, du hast keine Frau. Ich habe eine Frau. Du redest dir das eine Frau ein. Das ist schon wieder genau der Zeug. Woher weißt du das? Du laberst jeder weiß Mist das, Rainer. Zusammen, ganz Rainer, ehrlich. Niemand möchte dich als Mann haben, Rainer. Wenn du meinst, ich habe eine Freundin. Dann wurde die Kerwa in Emskirchen besprochen und die Hater behaupteten, mit Emala ein Bier getrunken zu haben. Also worauf ich hinaus wollte, so wie wir mit dem Daniel getrunken haben, hätten wir halt bestimmt auch mit dir trinken können. So. Nur damit du weißt, so... Mit Abschaum schmeckt mir das Bier nicht. Ja, okay, gut. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wärst du an die Kerber runter... Dann wären wahrscheinlich mehr als ein Kopf gerollt. Auch das Regenbogenschaf war an diesem Tag auf dem Teamspeak-Server, wurde jedoch sogleich gebannt. Am 19. November kochte Rainer im Stream Schnitzel und behauptete, der menschliche Körper könne Kalorien nur bei regelmäßiger Nahrungszufuhr verbrennen. Am 24. November erstellte er eine Umfrage auf Twitter, um zu ermitteln, welche CD er in einem Video vorstellen soll. Dabei sorgte er mit dem Wort Krassiger für allerhand Verwirrung. Am 26. November enthüllte er dann, dass er Klassiker falsch geschrieben hatte. Bei dem Klassiker handelte es sich um Iran Maiden, The Final Frontier. Ansonsten wären auch noch Ozzy Osbourne, Diary of a Madman und White Lion, Return of the Pride zur Auswahl gestanden. An diesem Tag waren auch Imp und das Regenbogenschaf kurz als Gast bei Rainer im Stream. Ich wollte dich nochmal grüßen. Verarschen, ne? Hoffe, alles cool bei dir in der Schanze. Ach, Rainer, servus. Endlich bin ich auch mal wieder bei dir Gast. Na, wie geht's dir? Was ein Lappen, ey. Der spendet ernsthaft 1000 Barren, dass ich ihn rannehme. Ja, ey, ich habe extra meine Frau gefragt, ob ich dir ein bisschen Geld spenden darf. Das ist echt schade, wenn man da seine Frau sogar extra um Erlaubnis bitten muss. Nö, das ist nicht schade. So, ist einfach in einer Beziehung. Als Rainer am 29. November in den frühen Morgenstunden streamte, schrie er laut, um zu beweisen, dass seine Nachbarn den Lärm nicht hören konnten. Deine Nachbarn werden wach. Meine Nachbarn! Später war dann Lachflat zu Gast und fragte Rainer bezüglich seiner angeblichen Freundin aus. Am Nachmittag streamte Rainer erneut und erzählte dabei einem Gast, auf Augenhöhe treten zu können, worauf dieser einen Beweis verlangte. Du kriegst von mir ganze 200 Euro, wenn du mir ein Video zeigst, wo du so hoch kickst, wie du deinen Kopf hast. 200 Euro. Ich gebe heute meine PayPal-Adresse, beziehungsweise du bist mir deine und du kriegst die Kohle, wenn du mir dieses Video zeigst. Ich hab's nicht nötig, dir irgendwas zu beweisen oder irgendjemandem da draußen was zu beweisen. Aber am 30. November streamte Rainer erneut frühmorgens und sprach über Kriminalität unter den Hatern. 90% von denen, die mir so eine Scheiße antun wollen, sind Leute, die illegale Sachen machen. Oder die im Knast für sowas landen können. Ich dagegen mache aber nichts, wofür ich im Knast landen könnte. Am 3. Dezember 2017 tauchten dann Gerüchte auf, dass erneut ein Kamerateam von Funk in Altschauerberg gedreht haben soll. In der Dokumentation Rabiat, Drachenlord und seine Hater, Hass ist ihr Hobby, die am 3. Juni 2018 erscheinen sollte, wurde ein Besucher interviewt, der behauptete, Rainer eine Nintendo Switch geschenkt zu haben. Und tatsächlich behauptete Rainer auf Twitter nun plötzlich im Besitz einer Switch zu sein. Am 8. Dezember erklärte Rainer im Stream, dass der Hate gegen ihn langsam nachlasse. Am 10. Dezember postete er ein Video auf Instagram, in dem er den Schnee vor seinem Haus präsentiert.
Alles klar. Es schneit wie aus Eimern. Kann man beim Schneien sagen, wie aus Eimern? Am 12. Dezember erschien dann das Video Kochvlog die zweite. Darin behauptet Rainer für zwei Personen, ihn selbst und seine Freundin zu kochen. Am 13. Dezember machte das Gerücht die Runde, die Polizei stehe bei Rainer vor dem Haus. Rainer dementierte dies im Juno-Stream und adressierte dann die Hater. Meine lieben Hater, ihr solltet euch endlich mal eine Sache klar machen. Ich benutze euch. Und das seit Jahren. Ihr haltet mich für dumm. Ich bin intelligenter als ihr, weil ich nämlich euch nutze, um größer zu werden. Oder hab euch bis zu einem bestimmten Punkt benutzt. Ach übrigens, noch eine letzte Sache zu den Hatern. Dann bin ich erstmal ruhig, was das Thema angeht. Euer Einfluss ist noch verschwindender und noch geringer, als er jemals war. Und das beweise ich euch, indem ich jetzt einfach das ganze Thema versucht mich zu triggern, versucht was zu machen. Das Thema ist für mich erledigt, ich werde keine Hater-Kommentare mehr lesen. Würdet ihr aufhören? Das ist zum Beispiel jetzt das nächste, ja? Es sind Minderjährige auf dieser Plattform. Würdest du bitte aufhören, hier andere Leute Penis rumzuposten? Das ist nicht nur ekelhaft und widerlich, das ist auch absolut dumm, weil du hier nur damit die Minderjährigen in Gefahr bringst, oder besser gesagt, Minderjährigen Gefährdung machst. Am 14. Dezember schimpfte Rainer im Stream über Studenten. Das Problem bei den Leuten, die studieren und so weiter, die halten sich für sowas Geiles und sowas Besseres und alles, dass die trotzdem ihren Arsch nicht hochkriegen und selber mal wegen arbeiten gehen. Es gibt ein paar Leute, die zwar auf Arbeiten gehen, neben dem Studium, aber die Mehrheit von denen macht es nicht, weil sie ihr Studium mittlerweile in den Arsch geschoben bekommen. Man muss nur eine bestimmte Menge an Kohle, man muss nur eine bestimmte Menge an, keine Ahnung, Punkte oder Zeug in der Schule haben. Dafür lernen sie, ist ja in Ordnung, und dann kriegen sie aber ihr Studium in den Arsch geschoben, weil es dann vom Staat bezahlt wird oder von was weiß ich auch immer gezahlt wird oder BAföG und sonst was. Und 90% von diesen Leuten sind es dann, wo letzten Endes auf der Straße landen. An diesem Tag erstellte Rainer ein Profil auf SoundCloud und postete dort seine Kompositionen aus dem Magic's Music Maker. Auf YouTube lud er das Video Hip-Hop mein erster Testversuch hoch. Ich find Rappen für Deppen, doch mach ich mit bei dem Shit. Am 15. Dezember reagierte Rainer auf Twitter auf ein etwas älteres Bild, das ihn mit Jugendlichen aus der Nähe seines Dorfes zeigt, und erklärte, dies würde nur beweisen, dass er Freunde habe. Im Stream behauptete er, er würde nur deshalb auf die Hater eingehen, da seine richtigen Fans nicht genügend Kommentare hinterließen. Anstatt euch zu beschweren, warum ich jetzt die Hater als Gesprächsthema habe, sagt mir lieber mal ganz deutlich Sachen, die nicht von Hatern kommen, und unterhaltet mich damit, dass ich euch damit unterhalten kann. Ne? Weil so funktioniert es nämlich. Schreist du in den Wald Arschloch rein, schreit der Wald zurück Arschloch. Genau so läuft es nämlich. So. Und wenn ihr das nicht begriffen habt, dann kann ich euch nicht mehr helfen. 5 Jahre machen wir diesen Kindergarten mit und ich sehe es nicht mehr ein. Also wie gesagt, ja, wenn ich nur auf Hater eingehe, liegt es daran, dass ich von 99% hier nur Hater-Kommentare sehe. Ja, es sind vielleicht mal einzelne dabei, die keine Hater sind. Aber das heißt nicht, dass ich die sehe. Leute, ich habe ADS und Legasthenie. Ich überlese viele Sachen, leider. Später sprach Rainer auch über Imp und den Mittwoch. Dass er keine Klasse hat, hat er mehr als einmal bewiesen, und mit Menschen, die sich so benehmen, wie er es getan hat und tut, und dass er Katzen und was weiß ich alles klaut mit seinen Kumpels und alles und sich damit auch noch im Internet brüstet, ganz ehrlich, nein. Einfach nein. Imp, Dorian und Malte sind die drei Urheberrechte gewesen von Erdbärchen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Kannst du mal eine Dungeon-Krüger-Effekt erklären? Ich habe von dem Effekt nie was gehört. Und tu mir den Gefallen und halt dich jetzt nicht für intelligenter, weil du etwas weißt, das ich nicht weiß, weil du es vielleicht studierst oder sonst was. Denn wenn du hier es nötig hast, so mit sowas anzugeben, dann bist du nicht klüger als ich. Dann bist du menschlich gesehen nämlich 10.000 Mal dümmer als ich. Da Rainer im Stream behauptet hatte, Tanzverbot würde wegen der Hater nichts mit ihm machen, kam es zu einem kurzen Kontakt zwischen den beiden auf Twitter. Am 18. Dezember erschien das Video Kleines Statement,
indem er sich zu seinen Tweets der letzten Tage äußert. Da Gerüchte aufgetaucht waren, das Haus sei Eigentum seiner Mutter, beteuerte Rainer nochmal, dass das Haus ihm gehöre und erklärte, der Hate würde weniger werden. Es reicht euch zu sagen, mein Haus gehört mir, mir allein und niemandem sonst. Dementsprechend tut mir den Gefallen und hört auf, dauernd irgendwas zu erzählen, wie, yo, seine Mutter schmeißt ihn aus ihrem Haus raus und der muss jetzt Miete zahlen und so ein Scheiß. Es hat sich mittlerweile im Internet und auf YouTube bei mir einiges beruhigt, ja. Auch im Real Life ist mittlerweile viel, viel entspannter geworden. Und ich danke euch dafür. Aber es hat nicht nur damit zu tun, dass Leute akzeptieren, was Sache ist, sondern es hat mehr damit zu tun, dass ich für viele Leute irrelevant werde. Einfach nur deswegen, weil ich nicht mehr so viel mache. Und dass das, was ich mache, abgesehen von diesem Video hier, oder einem ähnlichen Video wie diesem hier, nicht mehr so relevant bin, weil ich keinen Matt mehr liefere, wie die Hater oder das Drachengame es nennt. Im Prinzip ist das einzige Matt, was noch wirklich regelmäßig generiert wird, meine Streams. Und das ist den meisten Hatern einfach zu langweilig. Am 19. Dezember erschien das Video Reaktion auf Lügenlord Song 29.02.2016, in dem Rainer versucht, mit einer Reaktion auf den Lügenlord Song von Maxi Selbstironie zu beweisen. Im Juno-Stream äußerte sich Rainer über Hitler und Nazis. Es werde wahrscheinlich gleich wieder ein riesen Ding losdrehen, aber schaut doch mal Hitler an. Ein kleiner Schwanzlutscher mit schwarzen Haaren, der einfach nur, wobei die Haarefarbe ist egal, ein kleiner Schwanzlutscher, der selber keine Eier in der Hose hatte. Also, das ist doch klar, dass der sich irgendwie unzulänglich fühlte und dann irgendwie was machen musste. Ich meine, mein Ernst, Nazis werden dich ficken. Ich habe keine Angst vor solchen kleinen Pissern. Am 23. Dezember war Rainer mit heiserer Stimme im Juno-Stream und behauptete, krankheitsbedingtes Halsweh zu haben. An Heiligabend sagte Rainer den angekündigten Stream wegen der Halsschmerzen ab. Auf Instagram präsentierte er einen Amiibo, den ihm angeblich seine Freundin geschenkt hatte. Am 25. Dezember kündigte Rainer wieder einmal an, sich aus dem Internet zurückzuziehen. 2018 wird gar nichts. Weil so wie ihr euch benehmt, werde ich wahrscheinlich 2018 wirklich alles löschen und nicht mehr weitermachen. Ich habe sowieso vor, wieder normal arbeiten zu gehen, weil so ein Abschaum wie euch habe ich nicht mehr nötig. Habe ich echt nicht mehr nötig, sehe ich nicht mehr ein. Und alle, die darüber traurig sind, die können sich bei den Wichsgesichtern bedanken. Am 27. Dezember tweetete String Emil, ein Mann, der durch Fotos von sich im String zweifelhafte Berühmtheit erlangt hatte, dass er auf dem Weg nach Altschauerberg sei. Doch am 29. Dezember erklärte er, von der Polizei noch vor Erreichen des Dorfes aufgehalten worden zu sein. Rainer dementierte später, damit etwas zu tun zu haben. In einem Instagram-Video erklärte Rainer, besser zu sein als die Hater und sich dieses Jahr nicht mehr zu duschen. Auch stritt sich Rainer an diesem Tag mit anderen Nutzern aus seinem Teamspeak-Server. Lass dich nicht ärgern, Rainer. Auch wenn du es nicht glaubst, es gibt wirklich noch zwei, drei Leute, die halten zu dir. Dir ist schon klar, dass es mich an Scheißdreck interessiert, was du erzählst, ne? Ja, aber für was bist du denn hier? Also, ich habe jetzt dir überhaupt nichts Böses gesagt. Ich höre dich nicht einmal richtig, also lass es. Spaß dir einfach. Warte, ich nehme mal. Ja, eben. Für was bist du denn hier? Also, da würden wir uns echt freuen und ich glaube, bekommst du noch mehr. Ich würde dich auch niemand so blöd anmachen, wenn du einfach ganz normal bist. Verpiss dich doch, ich bin nicht auf dich angewiesen. Also, du kapierst es einfach nicht. Du willst auf jeden Fall. Ich kapier's besser als du es hier wirst. Ich interessiere mich nur für das, was mich interessiert. Und ich mache auch nur, was mich interessiert. Schon etwas verstehen. Wenn ihr nichts zockt, Fresse halten und raus aus dem Raum. Ne, du bist schon ein Vorbild, finde ich. Weil du all denjenigen Vorbild bist, die sich nicht kleinkriegen lassen. Was hat er gesagt? Ich verstehe immer nur, was einzeln ist, nochmal. Ich bin am Zocken neben mir. Ich höre dich nicht, ich habe Kopfhörer auf. Während eines Twitch-Streams erklärte Rainer, noch keine Bewerbungen geschrieben zu haben. Hast du schon Bewerbungen geschrieben? Wieso denn Bewerbungen? Leute, noch arbeite ich selbstständig. Ich bin YouTuber. Also lass diesen Blödsinn. Ach ja. Weißt du was, nur weil du arbeitslos bist, brauchst du nicht immer von dir auf andere schließen. Ich bin YouTuber und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Das mittlerweile seit 2 Jahren. Warum erfindest du eine Freundin? Weil ich einsam bin. Ich muss mehr als eine Pizza bestellen, weil bei uns hier nicht so oft geliefert wird.
weil wir hier keinen so guten Lieferservice haben, weil wir hier ja mitten auf dem Land sind. Und deswegen muss ich da mehr bestellen, weil die sonst nicht liefern. Am 30. Dezember behauptete Rainer im Stream, es sei noch unsicher, ob er im nächsten Jahr mit YouTube weitermachen würde. String Emil beteuerte auf Twitter erneut, dass Rainer die Polizei alarmiert hatte. In dem Video Abschluss 2017 geht es 2018 weiter, sprach Rainer erst über seine YouTube-Statistiken, dann über die Hater. Also es ist in den letzten 5 Jahren oft dazu gekommen, dass Leute versucht haben, mich körperlich, verbal und psychisch fertig zu machen. Verbal funktioniert bedauerlicherweise sehr gut. Körperlich würde ich sagen mittelmäßig und psychisch Entschuldigung. Verzeihung, ich wollte ernst bleiben. Spaß beiseite. Auf meine Psyche hat es gar keinen Einfluss gehabt. Dann sprach er wieder einmal über die Möglichkeit, sich aus dem Internet zurückzuziehen oder weiterzumachen und die Hater zu ignorieren. Mit meiner Freundin rede ich ja sehr viel, logischerweise. Und auch sie ist zum Beispiel der Meinung, dass ich meinen Hauptkanal weiterführen soll. Ein paar Mitglieder meines Teamspeaks, also auch Ränge in meinem Teamspeak, möchten ebenfalls, dass ich weitermache. Ein paar enthalten sich, andere sagen, ich soll weitermachen. Was ich aufhören soll, sagt keiner. Man würde jetzt natürlich wieder davon ausgehen, er ist ein Schleimer und so weiter, aber tatsächlich bin ich ja eigentlich in der Einstellung, dass ich mich eigentlich löschen möchte, also meinen Kanal. Und was ich auch sage, und das werde ich hier versprechen, und ich weiß, ihr glaubt immer, meine Versprechen taugen nichts, ich werde hier hoch und heilig versprechen, alles, was mir heilig ist, sollte ich weitermachen. Wohlgemerkt sollte, dann werde ich auf keinen Fall so weitermachen wie die letzten Jahre. Ich werde versuchen, sachliche, ordentliche Videos zu machen, bei denen ich, und darauf werde ich extrem achten, nicht auf Hatern eingehe, und ich werde versuchen, definitiv keinen Scheiß mehr zu bauen. Ich werde wirklich mit aller Macht, die ich habe, versuchen, wirklich was Positives zu erreichen. Letzten Endes bin ich mittlerweile 28. Ich werde dieses Jahr 29. Ich bin nur ein Jahr von meinem 30. Lebensjahr entfernt. Ich bin ein Erwachsener. Ich weiß, dass mich viele nicht so sehen. Aber ich bin einer. Und es wird Zeit, sich so zu verhalten. Da ich jetzt noch ein letztes Wort zu sagen habe, ist, ich hoffe, dass wenn es wirklich hinhaut und wenn ich weitermachen sollte, es steht ja nicht zur Debatte, ob ich es mache oder nicht, sondern sollte ich weitermachen, hoffe ich, dass im neuen Jahr vielleicht auch der ein oder andere YouTuber dazu bereit ist, mit mir was zusammenzumachen und mir hilft zu zeigen, dass ich weit mehr sein kann als ein riesen Vollidiot, zu dem mich die Hater gemacht haben und zu dem letztlich meine Entscheidungen und meine Handlungen noch beigetragen haben. Dann löschte Rainer auf seinem Hauptkanal und Gaming-Kanal je alle Videos bis auf eins. Wie schon die Jahre zuvor wollte er einen Neuanfang wagen. Wirklich an eine Veränderung zu glauben, schien jedoch niemand, vielleicht nicht einmal er selbst.